Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy. Ja, wir müssen jetzt langsam diese Monsterallee legen, damit wir diese Maschine aktivieren können, die höchstwahrscheinlich dann dieses Tor öffnet. Machen wir es mal. Wir haben aber zwei Kollegen hier. Dann haben wir Präventivschlag. Eventuell könnten wir da was machen. Genau das. Den einen schon mal mit Schock zu weit schwächt, dass er bald weg ist. Komm schon, wenn er weg wäre, wäre das super. Heilen gehen. Ich will erstmal manipulieren gehen. Und nach gehen wir in den Angriff. Oh, da greift noch Seth an. Das ist mal überraschend. Manchmal machen könnten sie auch wieder ihre Fähigkeiten mal aufleveln. Da müssen ja einiges an Punkten zusammengekommen sein. Gleich erledigt. Oh, sogar noch nicht mal einen Schockzustand versetzt. Na, wieder eine Zeitvorgabe, das ist gut. So, was für ein Inventar? Sammelring. Komponente, Leder. Bombeasche wieder. Protektor. Datenlog. Gegner Datenbank. Wilde Monster. Böse Geister. Gremlin. Schwach gegen Feuer, Blitz, oh, sieht nach Wind aus, muss man sagen. Aber nicht schwach gegen Wasser und Frost. Aber sie sind doch noch relativ normal mit den physischen Angriffen. Wundert mich eigentlich. Na gut, die brauchen nicht wirklich viele TP, wenn du mal ein paar andere Monster anguckst hier. Okay, der ist jetzt auch nicht gerade. Hier zum Beispiel der hat um einiges mehr. So. Gucken mal, was die so alles haben. Oder die Waldfee. Aber einiges. Na, werden wir mal den Augmentor mal weiter entwickeln. Da ist er noch. Mir reicht nicht. Na. Hat nicht mehr gereicht. Sie macht aber den Heiler fertig. Das geht noch. Das geht nicht mehr. Da müssen wir noch ein bisschen sammeln gehen.
Erwischt. Machen wir erstmal den Schockzustand. Komm schon, genau. Ich glaube, den Bomber schnell an. Komm schon. Das wird knapp. Nicht wieder normal. Man könnte auch so klappen. Fast. Nur noch kurz heilen gehen. Und einfach nur ordentlich Schaden machen. Ich denke mal, das nächste Angriff ist er weg. Ah. Wie ich vermutet habe. Jetzt können wir da aktivieren. Okay. So, hier nochmal kurz speichern. Wir wissen nie, was so passiert. Oh, Belohnung. Tun wir auch einen Ball. Die müssen wir sehr aktiv kämpfen. Mist. Okay, erst die Bombe und dann alles andere. Hier müssen wir ganz klar Fähigkeit benutzen und uns erstmal aufbauen. Wir haben zwei Viecher von denen am Hals. Das könnte echt ein bisschen nerviger werden. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt deswegen verlieren. Wenn ich verloren habe, dann meistens eigentlich nur aus totaler Dummheit. Nur weil ich schon einen dicken Boss habe. Und einen nervigen Esper. So, erstmal nochmal kurz uns aufpushen mit Heilen. どうだ。これ。あれや。
Auf jeden Fall müssen wir den Schock hochjagen. Komm schon. Oh, jetzt nur draufhalten, komm. Ist das Game Over? Was heißt das? So, der ist schon mal weg. Ich denke mir nicht, dass wir die Zeitvorgabe wieder erfüllt haben. Das dauert schon viel zu lange. Und schon. So. Erledigt. Eieiei. Mehr als nur verkackt von der Zeitvorgabe. Aber besiegt ist besiegt. Oh. Schatz. Das sehe ich gerne. Ja, ob du wirklich geschafft hast, ist was anderes. Ich würde jetzt lachen, wenn sie jetzt auch gegen Espa kämpfen müssen und einen erhalten. この線越えちゃダメ。Ja, wir wollen den bisherigen Spielverlauf speichern. Oh. Wow, was ist denn das? してりゃすぐ入れる。いい子にしてろ。
約束はできねえな。威勢いいね。いつまで持つかな。住所がお見えです。Die Lindblume, Sanktum Schutzgarde. Komm her! 君がスノーク、シドレインズ、この舞台を預かっている。Zit. Er ist auch immer überall dabei. Der Name. Ich habe eine Frage. コクーンのために君らの真実を知りたいのだ。コクーンのため？ルシだってコクーンの人間だ。それを追い出そうって関係ない人間までパージして、それがコクーンのためかよ。それが政府のやり方だ。知らないからこそ人は怯える。立て続けに起きたパルスの恐怖に市民はもう限界に近い。そこで政府は次なる計画を打ち出した。ルシの公開処刑だ。所詮市民は無知だからな。恐怖の対象を目の前で消してやればそれだけで安堵する。くそ。すでに他のルシたちの情報も政府の手中にある。時間の問題だろうな。あいつらは捕まらないさ。ならば君に協力してもらうほかない。Tag 7. Küstenstadt Bodum. Jodan, da ro? Honki da kara. Ikinari wakareru tte iwarete mo na. Hanare banare mo waruka nai sa. Aau made zutto sou datta nda. Demo atchimatta.一人でいるより一緒の方が幸せだって分かっちまった。今更一人は絶対無理だ。勝手に決めないでよ。そんなに別れたいか？別れたいんじゃなくて別れるの。会うのは今日が最後。とにかくもう私につきまとわないで。何があった？理由ぐらい教えてくれ。俺が悪いんだったら言っちゃえよ。いいわ。見て、パルスの印、ルシになったの。国運の敵、人間の敵。これで分かった。あなたは敵なの。さよなら。
セラ、どこだ。Wie? In der Vergangenheit spielen wir das. Die Geschichte. Kapitel 4. Eine grausame Wahrheit. Während Lightning und die anderen in Peachvale umherstreifen, wird der am Bresselsee aufgegriffene Snow auf die Lindblumen gebracht. Die Lindblume ist ein Luftschiff, das dem Jagdgeschwader der Sondereinsatzbrigade SGSEW untersteht. Das Jagdgeschwader gehört nicht zum Psi-Komm und hat eigentlich nichts mit der Purgation oder der Jagd auf Elchi zu tun. Dennoch verkündet der Brigadengeneral Sid Reines mit kahler Stimme die Pläne des Sanktums. Das Sanktum plant eine öffentliche Hinrichtung der Elchi, indem man die Elchi in aller Öffentlichkeit hinrichtet, weil man die Ängste der Bevölkerung besänftigt und die öffentliche Ordnung wiederherstellt. Handelt das Jagdgeschwader im Auftrag des Sanktums? Was macht diese mysteriöse Frau an Bord? Auch sie ist eine Puls-Elchi. Bevor Snow Reins wahre Absichten in Erfahrung bringen kann, wird er niedergeschlagen. Kraftlos sinkt er zu Boden. Erinnerungen erwachen in ihm. Erinnerungen an jenen Tag, als er die grausame Wahrheit erfuhr, dass er eine Elchi geworden war. Auch damals sank er kraftlos zu Boden. Mit Leuten zu reden? Hallo Mädels! Na? Die sehen irgendwie alle gleich aus, oder? Ich gucke das jetzt gerade nur so vor. Die A-Bewegung kann man jetzt auch falsch verstehen. Tu ich jetzt aber mal nicht. Nein, die wird da oben sein bestimmt. なんだよ大将、セラと一緒じゃねえのか。何よ深刻な顔しちゃってさ、セラと喧嘩でもした。Und jetzt? Ach, da steht sie. ルシには使命があるんだろう。俺も手伝う。何でもする。一緒にやろう。ダメ。一緒にいたらセーフ。俺は一緒がいいんだよ。どうなっても。アサラ一人は絶対無理だ。わからないの。使命なんてわからなくて。まあ、怪物に絶対助ける、ずっと守る。使命を見つけて一緒にやろうな。
説の通りなら使命が済んだらクリスタルだよ。大丈夫だ。使命を果たしたルシはクリスタルになって永遠を手に入れる。永遠ってことは知るわけじゃねえ。なんとかなるさ。うん、俺たちはずっと一緒だ。うん、たとえ死しか待っていなかったとしてもセラならきっと最後まで戦ったと思う。Diese Schnulzerei, ja. Ja, wir wollen auch wieder speichern. Und ich verabschiede mich bei euch und wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.